An der B9A-Brücke haben bei Sinzig die Bauarbeiten begonnen. Bei der Flutkatastrophe im Juli wurde ein Teil der Brücke zerstört und muss nun neu gebaut werden. Bereits erste Bohrarbeiten wurden für den hochwassersicheren Wiederaufbau durchgeführt, teilte Verkehrsministerin Schmidt mit. Einen Pfeiler der Brücke hatte das Hochwasser unterspült. 15 Meter tief sollen die neuen Pfeiler der Brücke im Boden verankert werden. Das Tempo der Aufarbeitung im Bistum Trier wird von der Missbrauchsopferinitiative MISBIT kritisiert. Laut einem Sprecher wird dem Bischof Ackermann vorgeworfen, es mit einer zügigen Aufarbeitung nicht ernst zu nehmen. Eine unabhängige Aufarbeitungskommission wurde Ende Juni vom Bischof eingesetzt. Die hatte angekündigt, dass noch in dieser Woche eine Studie in Auftrag gegeben werden soll, in der alle Missbrauchsfälle im Bistum Trier erfasst werden. Ab Februar 2022 werden im Auftrag des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz weitere Teilbauwerke der Bundesstraße 327, auch bekannt als Südtangente Koblenz, instand gesetzt. Zur Vorbereitung der umfangreichen Instandsetzungsarbeiten sind Vermessungsarbeiten auf den Bauwerken erforderlich. Diese werden in der Nacht vom 16. Dezember auf den 17. Dezember ausgeführt. Damit die Vermessung verkehrssicher und störungsfrei durchgeführt werden kann, ist eine Vollsperrung der Teilbauwerke notwendig. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.